Hallihallo, hier ist der Guzua, aka Queen Walker. Kann man ja schon bald sagen. Nicht nur kann man bald sagen, ist sogar so. Gucken wir mal. Hier Dreier gegen Vierer Queen sollte ohne Rage machbar sein. Jo, passt, ohne Probleme. Queen, na, was heißt ohne Probleme? Die kriegt schon gut aufs Maul. Und ich habe mir hier jetzt wirklich die Bohrer angeguckt und habe mir gedacht, okay, wenn die Bohrer wirklich so ratzepatze voll sind, dann muss da eigentlich ja auch ein bisschen was Gold hier in den Minen sein. Weil ich dachte zuerst, ah, hier die vier Lager, die vier Goldlager, aber das, denke ich, ist dann wirklich hier mit den Minen noch machbar. Obwohl, wenn ich da jetzt reinlaufe. Und dann hier eventuell noch so einen kleinen King droppe, dann müsste ich doch da theoretisch auch noch reinkommen. Na, die beiden Heiler lasse ich, glaube ich. Die setze ich jetzt nicht auf den King, weil ich weiß, dass der King da das eher nicht so toll nutzt. Dann lieber hier noch auf die Queen zwei Dinger rauf. So, jetzt kümmere dich bitte um die Luftabwehr. Ganz genau. So, und jetzt hier nochmal schön mit den Barbaren und mit meinen Clan-Truppen rein. Und dann sollte ich da noch relativ viel bekommen. Queen regelt. Ah, sogar noch ein Heiler dabei gewesen. Sehr gut. Schönes Ding auf jeden Fall. Clan-Truppen for the win. Ja, hier sieht man wirklich wieder, wie der Puster halt wirklich richtig gute Arbeit für mich macht. Ist total fehlgestellt hier auf jeden Fall. Aber soll mich nicht stören. So, jetzt kriege ich hier langsam Problemchen. Na, passt noch. Okay. So, zack, hier den einen Larry noch weggekillt. So, jetzt, ja, genau das Gold. Und dann wäre es cool, wenn es rumgeht, aber das ist eine Wunschvorstellung, denke ich. Genau, die wird sich hier unten austoben. So kommt, Leute, hier. Ein Rage muss jetzt sein. Es wäre schon ziemlich nice, wenn sie jetzt hier noch kurz einen Prozess machen würde und dann rumlaufen würde, aber. Ah, doch, sie geht gegen die Wand. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich muss sie natürlich jetzt gleich wieder ragen, bestimmt. Weil ich halt sonst echt hier Probleme bekomme. Von der Heilkraft. Ganz genau richtig. Jupp. Passt. Jetzt hier den Bogenturm weg. Ja. Sehr gut. Läuft hier richtig, richtig gut. Also wirklich wieder richtig knappe Fights, meiner Meinung nach. Richtig nice Stuff. Einwandfrei. Einwandfrei, richtig gut gelaufen. Ah, ja, dann könnte sie ans Gold gehen. Ah, ja, okay, Zeit ist vorbei. Zeit ist vorbei. Wir sind bei 50%. Das haben wir noch geschafft. Ganz okay. Naja, immerhin mit dem Dunklen ist halt noch ganz nett gewesen. Weil wir brauchen ja halt ein bisschen Dunkles noch für die Queen dann, um die abzugraden, weil wie gesagt, ich will es heute halt richtig, richtig krachen lassen. Hab auch schon einiges an Gems auf jeden Fall verballert. Das habt ihr schon gesehen. Gucken wir mal. Was sagt der CW? 21 bei 9 einwandfrei. Das ist richtig, richtig nice. Mein Team. Kriegsereignisse. Gucken wir mal. Achso, ist noch gar nicht so viel passiert. Aber das war hier richtig, richtig cool. Ja, Freestar, genau. Die beiden hatten wir uns schon angeguckt. YOLO nochmal Freestar rausgehauen. Hier, den würde ich mir gerne mal angucken. 16 auf 16. Ah, auch. Auch mit Drachen. Ha, ja, ärgerlich. Aber so ist das halt. Jetzt da kam noch ein Drago.
schnell die Luftabwehr raus, ganz genau die, dass die schon mal down ist, ganz genau. Und dann halt den Rest schön clearen. Also ich sag mal, so wie es jetzt aussieht, so ein ganz krasser Overkill, so sieht es erstmal nicht aus, aber ganz genau, kaum sind halt die Luftabwehren weg, sieht es halt wieder ganz anders aus, wo man denkt, ach naja, ganz easy. Hier aber auch den Flächenschaden der Bombe ist halt nicht zu vernachlässigen. Und guckt mal hier, die Luftabwehr, die zieht dem schon die Hosen runter. Und das ist schon so ein krasser Overkill ist es nicht. Der Luftfeger auch nochmal gut gearbeitet auf jeden Fall. Jetzt geht die Luftabwehr gleich down. Einwandfrei, geiles Ding. King down. Aber gutes Ding auf jeden Fall. Schön durchgezogen. Noch 5 Dragos über. Läuft auf jeden Fall. So, zack, dann da. Und das war's dann auch. Dann hauen wir hier mal auf 4. Lassen sie rüberfliegen. Perfekt. Schöner 3-Star. Easy geholt. Auf jeden Fall. Alter, ich muss da ran. Ich muss da ran, alleine weil die CB auch voll ist. Kann ich das hier reißen? Nee, das ist mir zu gefährlich. Ich gehe von hier ran. Na, Rage brauche ich nicht. Cool. Sehr gut. Schön clearen. Alter, nein. Alter, nein. Komm, bitte nicht. Bitte nicht zu nahe kommen, weil die ziehen mir so hardcore die Hosen aus. Ja, weg. Oh, richtig. Also wirklich, ganz ehrlich, es geht doch nicht besser, oder? Also ganz ehrlich, die Folgen sind schon echt ziemlich nice. Also was hier echt losging, teilweise ist ja nicht mehr auszuhalten. Schön Flächenschaden, vollkommen Banane. Seht ihr halt, das lässt die Queen halt total kalt. Aber die Loons, Alter, die Loons wären richtig gefährlich geworden. Da war es halt eben auch wieder gut, ein Gift dabei gehabt. Weil habe ich halt die Ability nicht, kann ich auf nichts reagieren. So schön. Nicht zu viele Mauerbrecher verballern. Das wäre nämlich ziemlich. Ja, sehr geil. Habt ihr den Bonus gesehen? Das waren 50.000, glaube ich. Im Goldbereich. Richtig nice. Die war richtig rappelzappelvoll. Richtig geil. Dann will ich noch das Rathaus. Ich will, ich will, ich will. Hälfte der Zeit ist über. Max hat zu mir gesagt, die Zeit wird wieder zurückgedreht. Also nicht Sommerzeit, Winterzeit. Nee, nee, nee. Geht darum, dass es wohl wieder so ist, dass die Zeit wieder auf 3 Minuten für den Angriff runtergesetzt wird. Kommt mir natürlich mit dem Queen Walk definitiv nicht entgegen. Aber was soll man machen? Ich meine, wenn es gemacht wird, wird es gemacht, wa? So, soll ich hier eventuell. Nee, ich hau hier keinen Rage mehr raus. Also nicht, um die Queen jetzt schneller zu machen. Wenn natürlich die Heiler nicht mehr genug schaffen, dann ist das noch was anderes. Aber ich denke mal, das Goldlager da hinten, hier oben, das werde ich nicht mehr bekommen. Komm, Rage rein, dass der King halt nicht meine Queen komplett killt. Dann eventuell hier Minenwerfer, dunkles. Schade, geht außen rum. Ja, so ist das Leben. Setz live. Live ist shit. So. Na, und die wird nicht nochmal zurückrennen. Die wird dann durch die Mauer gehen, beziehungsweise das hier erstmal abgrasen und dann ist die Zeit vorbei. Ja, den Altar noch mitgeholt. Ich meine, so kriege ich halt noch meine 50%. Okay, hätte natürlich lieber gerne das Gold gehabt, ganz klar. Aber so ist das halt. So passt. Läuft. 140. Na, siehste. Also haben wir noch 500.000, die wir brauchen.
Oh, richtig schön voll. Das war's dazu erstmal wieder. Wie gesagt, ich hoffe, es wird euch nicht langweilen. Ich will diesen Marathon auf jeden Fall durchziehen, bis ich meine 6 Millionen habe. Kriege ich das noch gerissen? 53 Minuten? Doch, doch. Ich denke, das kriege ich gerissen. Die 500.000 und komplett nur in Queen Walk-Taktik gemacht. Das war's. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Wenn dem so ist, haut gerne mal ein Like raus. Das war's von mir. Ciao, ciao.